weiter geht's mit dem Programmieren. Bis jetzt, das war ja noch recht einfach. Jetzt lassen wir es ein bisschen schwieriger werden. Ich würde gern, dass der Microbit eine zufällige Zahl anzeigt. Und zwar dann, wenn er geschüttelt wird. Also formuliere ich den Satz jetzt so: Wenn der Microbit geschüttelt wird, soll er eine zufällig gewählte Zahl zwischen 1 und 6 anzeigen. Probieren wir das einmal. Da habe ich unter Input die Möglichkeit, sogenannte Event-Handler herzunehmen. On. Und wenn ich das runterklappe, dann sehe ich sofort, ah, da kann ich viele verschiedene Sachen machen. Wenn er geschüttelt wird, das ist das, was da vorausgewählt ist. Oder wenn das Logo nach oben gezeigt oder nach unten gezeigt wird. Oder wenn das Logo noch flach nach oben gezeigt wird oder wenn der flach nach unten gezeigt wird. Das kann man also mal ausprobieren. Ne? Also wenn er geschüttelt wird, dann soll er, das haben wir unter Basic schon gesehen, eine Zahl zeigen. Also in dem Fall zeigt er jetzt die Zahl 0, aber ich will nicht, dass er die Zahl 0 zeigt, sondern er soll eine zufällig ausgewählte Zahl nehmen. Das heißt, da gehen wir jetzt in die Mathematik und sehen da schon, da steht irgendwo pick random. Und das hat jetzt also runde Ecken, hätte ich jetzt fast gesagt, gell? Das ist also abgerundet und passt damit genau in dieses abgerundete ShowNumber-Feld hinein. Und zwar habe ich gesagt, zeig eine zufällige Zahl zwischen 1 und 6 an. Gell, also schauen wir mal da. Wenn er geschüttelt wird, soll er eine Nummer zeigen, die zufällig ist zwischen 1 und 6. Und bei unserem Simulator, wenn ich da jetzt sage Reload, dann stelle ich gleich fest, da oben gibt's ein neues Ding, das heißt Shake. Ja? Wenn ich dort drauf klicke, das ist praktisch die Simulator-Version von Schütteln, dann zeige ich mal eine Zahl an. Shake, Shake, Shake. Ja, das kann ich jetzt beliebig oft machen und ich werde feststellen, das funktioniert genauso, wie man es gedacht hat. Jetzt könnte man das Programm aber gleich erweitern, weil spätestens wenn ich mich da mit dem Simulator spiele, dann merke ich schon, naja, und wie tue ich das jetzt wieder löschen? Da könnte jetzt, so wie wir es vorher gemacht haben, einfach sagen, Wartesekunden und dann löscht den Bildschirm. Das heißt, er zeigt diese Zufallszahl nur eine Sekunde lang an. Ich kann aber genauso gut noch einmal so einen Event-Handler da nehmen und sagen, weißt du was, nachdem ich das da gesehen habe, onShake, nehme ich jetzt nicht onShake, sondern Logo Down, das heißt, die stellen einfach auf den Kopf. Da mache ich das Clear Screen. Das funktioniert im Simulator so. Reload. Wenn ich ihn schüttel, dann zeigt er mir die Zahl an. Wenn ich ihn noch einmal schüttel, ja, also es funktioniert, er zeigt mir da die zufällige Zahl an. Und wenn ich in dem Fall auf das Logo klicke, heißt es so, oder ich brauche nur mit der Maus drüber fahren, heißt es im Simulator so viel wie, ich stelle ihn auf den Kopf. Ob das jetzt wirklich so funktioniert, das nennen wir Zufall 1. Speichern. Das schauen wir uns einfach an. So. Dann melde ich mich gleich wieder an. Wenn ich ihn schüttel, zeigt er mir eine Zahl. Und wenn ich das Logo am Kopf tue, löscht er mir das Ganze. Und schon habe ich meinen Würfel. Gut, das passt. Überlegen wir uns was Neues.